Konfliktstoff tief unterm Hochrhein bei Waldshut. Ganz gleich, ob vom Schiff oder Kanu auf dem Fluss, aus dem Zugfenster oder auf dem Rad direkt auf dem Uferradweg, vor allem der junge Hochrhein zeigt sich eigentlich als freundlicher Fluss. Die Landschaft auf beiden Seiten lädt ein, viel Grün, Weinberge, Wiesen und waldige Passagen im Wechsel, ab und zu Brücken, die die Verbindung zwischen Deutschland und der Schweiz schaffen und Menschen an den Ufern und immer wieder, zumindest in der warmen Jahreszeit, auch im Wasser. Wer auf der Bundesstraße 314 Richtung Rhein unterwegs ist, dem tut sich aber auch ein anderes Bild auf. Der Kühlturm des Atomkraftwerks Leibstadt steht unübersehbar in der Landschaft und steht für den von und für uns genutzten Rhein. Leibstadt, gleich gegenüber von Waldshut und direkt am Rhein, etwa 5 Kilometer südlich den schweizerischen Zufluss Aare hinauf, die beiden Reaktoren des Atomkraftwerks Beznau und nochmals 20 Kilometer weiter Aare aufwärts das Atomkraftwerk Gösgen. Hier in dieser Hochrheinregion konzentriert sich also ein erheblicher Anteil der eidgenössischen Atomstromproduktion. Ganz gleich, in welchen Zeitabschnitten der Atomausstieg schließlich vollzogen wird, gibt's auch hier die Diskussion um ein Endlager für radioaktive Abfälle. Seit vielen Jahren ist man in der Schweiz auf der Suche nach diesem geeigneten Ort für den eigenen Atommüll und man wurde fündig in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Martin Steinebrunner leitet auf deutscher Seite die Koordinierungsstelle Schweizer Tiefenlager. Unbestritten auch für ihn, die Opalinus-Tonschichten in bis zu 1000 Meter Tiefe gelten als geeignet. Und die gibt es für die Schweiz vor allem hier. Das hat dazu geführt, dass wir hier relativ mächtige Schichten haben, Tonschichten, also Tongesteine, die solche Eigenschaften haben, dass sie sehr gut geeignet sind, um ein Endlager für Atommüll aufzunehmen. Das sind Sedimentgeschichten, die auch international im Fokus stehen. So schön die Hochrheinregion auch ist, so viel Lebensqualität sie für ihre Bewohner bedeutet, diese Landschaft am Fluss ist hochgradig genutzt. Da geht es nicht nur um die Atomkraftwerke bzw. den Atommüll. Es geht auch um Einkaufstourismus aus der Schweiz, um verstopfte Straßen und um Fluglärm im Zusammenhang mit dem Zürcher Flughafen. Aufgabe von Martin Steinebrunner ist es, in Sachen Tiefenlager die Kommunikation zwischen Hüben und Drüben in Fluss zu halten. Wir erleben jetzt eigentlich auch den letzten, sagen wir mal, 1-2 Jahren, wenn Öffentlichkeitsveranstaltungen sind zum Beispiel, dass die sehr gut besucht sind. Die Leute, die kommen, denen brennt das Thema unter den Nägeln. Die sind oft auch emotionalisiert. Und die wollen ihre Sorge loswerden, das ist festzustellen. Ja. Auf der deutschen Seite hat die Suche nach einem Endlager für den Atommüll aus den deutschen Kernkraftwerken ebenfalls Fahrt aufgenommen. Aber wo die Abfälle aus Philippsburg oder Neckarwestheim schließlich einmal eingelagert werden, ist noch nicht absehbar. Wichtige Frage am Hochrhein bleibt, wie dicht an der Grenze und wie nah am Fluss der Schweizer Standort sein muss. Die Oberflächeanlage, die jetzt aber im Spiel sind, die sind bei Nördlich Lägern und bei Zürich Nordost alle extrem nah an der Grenze und das ohne Not aus unserer deutschen Sicht. Und eben ohne Not deswegen, weil die Befürchtung oder die Besorgnis da ist, dass in einem möglichen Katastrophenfall, was auch immer da passieren mag, eben doch Stoffe nach außen kommen und dann relativ schnell im Grundwasser und im Rhein landen, würde man da etwas mehr ins Landesinnere gehen und eben weg von den großen Grundwasservorkommen im Rhein und im Aaretal, dann wären wir da im Sinne der Risikovorsorge wohl auf einer sicheren Seite.